Die Sorge vor einer atomaren Bewaffnung des Irans steht beim Nahostbesuch von US-Präsident Biden ganz oben auf der Agenda. Die USA und Israel wollen auf keinen Fall zulassen, dass es dazu kommt. Der US-Präsident sagte, Diplomatie sei der beste Weg, dies zu erreichen. Wir werden weiterhin mit Israel zusammenarbeiten, um anderen Bedrohungen aus dem Iran in der gesamten Region entgegenzuwirken, einschließlich der Verbreitung von Waffen an Terroristen und Iran-Komplizen wie Hisbollah. Später traf sich Biden mit seinem israelischen Amtskollegen Isaac Herzog, der ihm die Ehrenmedaille des Präsidenten für Bidens wahre Freundschaft mit dem Staat Israel, dem israelischen und dem jüdischen Volk verlieh. Der US-Präsident bekräftigte sein Engagement für die Sicherheit Israels. Israelische und palästinensische Frauen forderten Biden auf, sich mehr um den Frieden in Nahost zu kümmern. An diesem Freitag wird der US-Präsident die palästinensischen Gebiete besuchen.